Wieso laufe ich hier nicht einfach drüber? Ist doch viel einfacher. So, und jetzt bitte andere Welt. Ach, ich komme da nicht rüber, ne? Bitte die kleinen Bäume... Ah, warte mal. Nee, das bringt nichts. Was soll das bringen? Was bringt der Bogen jetzt eigentlich? Ah, die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Okay. Alles klar, das heißt, ich kann jetzt wieder dieses Ding aktivieren. Und bin dann wieder in der heutigen Zeit. Und da ist der Baum einfach nicht mehr da. Genius. Da muss man ja erstmal drauf kommen. So, warum auch immer gibt es hier gleich schon wieder so eine so einen Time-Switcher. Ich denke mal, wir sehen gleich schon, warum es den gibt. Jo. Änder mal wieder hier die Time. Vielleicht muss ich auch einfach nur jetzt hier Bogen nehmen. Und so schießen. So, dann nehmen wir einmal hier die Bombe. Und lassen das Boom machen. Dann nehmen wir einmal den Bogen. Und schießen den scheiß Baum da hinten weg. Und natürlich schießen wir den scheiß Baum da auch weg. So, und jetzt können wir wieder die Zeit switchen, Mann. Ich habe euch auch lieb, meine lieben Frames. Ich habe euch auch lieb. Aha, fühlt sich das gut an. Was haben wir denn hier? Ein Stern. Yeah. So, sag's mir bitte, dass es hier trotzdem noch irgendwo anders hingeht. Oh, nee, ey. Oh, hier geht's lang. Hier ist was. Oh, ich dachte schon, ich kann hier nicht rübergehen. Das wäre ja wieder worst case ever. Och komm, jetzt ruckel doch nicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Beruhig dich, Spiel. Guck mal, ich bewege mich. Ich mache nicht mal was. Ich bewege mich nicht mal. Dumme Aufnahmeprogramm. Echt mal ohne Scheiß. Kein Kommentar. Ich brauche so einen Switcher wieder. Switch, 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 switch. Boah, immer bei solchen Maps. Warum immer bei solchen Maps? Immer bei sowas gibt es irgendwie voll Trouble. Muss ich das verstehen, ey? Geht mir voll auf die Eier. Wie soll ich da rüberkommen? Ah, okay. Vielleicht sollte ich auch einfach meine Bombe benutzen. Das wäre vielleicht mal logisch. So. Mal hier kaputt machen, die Teile. Leck mich, leck mich. Oh, und was haben wir hier freigeschaltet jetzt wieder Neues? Freigeschaltet, Stern von Evoland. Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. What? Guck mal da. Seht ihr das, was ich sehe? Hier ist so ein kleiner Scheißbaum, den man locker easy kaputt machen könnte. Oder zumindest als kleiner Mann könnte man da gut rüberlaufen. Was jetzt kleiner Mann? Als vergangener Mann. Okay, hier das Ding können wir auch nochmal wegboomen. Boom, boom, boom. Ah, wartet mal eben eine Sekunde. Wieso soll das nicht auch so funktionieren? Okay, es funktioniert so nicht. Bam, bam. Wie kommen wir wohl dahin? Überlegen wir mal logisch. Okay. Mit Logik komme ich gerade nicht so weit. Ich überlege jetzt mal so. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich weiß einfach nicht, wo es hingehen soll. Hier, die Teile, die sind. Das sieht nicht so breakable aus. Geht auch nicht kaputt. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ich komme irgendwie nicht drauf. Ich finde die ganze Zeit nur irgendwelche Sterne. Aber keine neuen Sachen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man jetzt reingeht hier? Ah, okay.
Dann kommt man wieder in diese Land hier rein. Okay, das ergibt... Das möchte ich nicht machen. Das lohnt sich nicht. Das brauche ich nicht. Wie jetzt? Wieso ist da so ein Kackbaum? Weißt du, wenn da ein Kackbaum ist... Ne, ich bin ja letztens hier so rübergekommen auch. Hier habe ich ja das Ding sogar rübergeschossen. Okay. Nein. Irgendwas muss ich anders machen. Ich muss ja eindeutig irgendwas anders machen. So, komm mal her, mein Schatz. Was ist eigentlich hiermit? Vielleicht will ich ja da mal hin. Aber dann müsste ich diesen Block hier wegkriegen. Verdammte Scheiße. Wie komme ich da vorne hin? Was war das denn jetzt gerade? Die Spring? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Verdammt normal, ey, wenn ich über die Plattform da drüber gehe. Ihr seid 12 Mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. Zeitreisender. Time Traveler. Ja, cool, ne? Ich würde das viel lieber machen, wenn ich dich in Sinn verstehen würde. Verdammt, ich verstehe. Nein, ich komme so nicht weiter, okay? Dann muss ich wieder hier Time Travel machen. So, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Habe ich hier irgendeinen Weg verpasst, nicht gesehen oder sowas? Also, hier weiß ich nicht. Also hier mit einem Pfeil irgendwas zu machen, lohnt sich ja nicht, weil... Bringt nichts. Bringt ja einfach nichts. Ich brauche auch nicht hier einfach eine Bombe hinplatzieren. Das lohnt sich auch nicht. Also passiert ja nichts. So, so sieht es halt eben aus. Wenn nichts passiert, dann passiert halt eben nichts. So, hier ist auch eine Bridge. Auf der Bridge waren wir schon mal. Oh, sorry. Sag mir nicht, ich kann das Ding einfach abknallen. Och komm, verarsch mich nicht. Ich muss das Ding einfach nur abschießen und ich verwandle mich schon. Wie soll ich denn da drauf kommen? Ich weiß sowas doch nicht. Oh Mann, ey. Ich finde das jetzt echt voll gemein, muss ich ehrlich sagen. Ganz im Ernst. Ich weiß, woher soll ich wissen, dass... Oh, dass das so ist, ey. Hier, mach Boom. So. Keine Ahnung, ob es das überhaupt was bringt. So. Ich weiß schon ungefähr, was ich machen muss wahrscheinlich. So, auf jeden Fall. Hier gucken wir mal. Hier kann ich noch was wegbomben. Guck mal, wir schauen uns hier erstmal um. Ach, scheiße. Geh weg mit der Bombe, ey. Geh weg. Aua. Aua, aua. Aua, habe ich gesagt. Triff doch dieses Fledermaus-Kackteil. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah. So, Schwert soll in der Lage sein, Busch kaputt zu machen. Boah, ich denke, ich muss die Büsche auch mal entfernen. Die dürfen mir auf keinen Fall im Weg stehen. Das wäre katastrophal. Drecksbusch. Drecksbusch. So, jetzt schauen wir doch mal. Hier ist ein Kackbaum. Okay. Wie komme ich da rüber? Gute Frage, ne? Ah, so, ich kann... Wie komme ich hier rüber? Voll easy, ne? Einfach nur drüber durchlaufen. Ist ja so schwer. So. Machen wir lieber alles kaputt. Sicher, sicher. So, und jetzt... So, folgendermaßen. Das haben wir so gemacht. Und ich glaube... Ich wollte gerade nämlich sagen. Yeah. Ah, habt ihr gesehen, Leute? Ich habe da irgendwas aktiviert. Keine Ahnung. Ja, lol. Ja, lol. Ja, lol. Ey,
treffe ich dann das letzte nicht auch nochmal damit, wenn ich dann nochmal durchschieße? Jetzt mal nur aus reinem Interesse. Ich müsste doch eigentlich das Ding dahinter auch nochmal treffen. Okay, oder auch nicht. Da, okay. Vielleicht ist da hinten ja noch was. Ne, okay, da ist nichts. Gut, alles klar. Wir haben da hinten aber irgendwas auf jeden Fall freigeschaltet. So, wir können das Ding einfach anschießen, oder nicht? Guck mal hier, so ganz schräg so und dann bam, fertig. Och! Ich bin so dämlich. Tschüss! Ja, hier wären wir dann. Weiß nicht. Das ist doch echt stupido hier. Ach so, das haben wir damit gemacht. Wir haben den Baum da oben weggemacht. Das haben wir damit gerade erreicht. Okay. Gut. Dann bauen wir mal. Wo soll ich langlaufen, konkreterweise? Ich gebe schon wieder irgendwas. Dieser Kristall ist inaktiv, aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Ach. Seriously? Hier, wieso kann ich das nicht jetzt... Ach so, okay, weil da so eine Statue davor ist. Ah. Das macht Sinn, so. Aber das Ding geht ja erst runter, wenn da hier da drauf geschossen worden ist. Deswegen müssen wir nochmal hier hinten rum. Und deswegen hatte ich eigentlich zweimal überlegt. Soll ich mich jetzt groß machen oder nicht? Weil da hinten dieses Ding einfach zu ist. Boah, zum Kotzen ist das. Wie mache ich das jetzt? Mache ich das Ding jetzt da oben kaputt? Da muss ich mich wieder klein machen, ne? Richtig, ja. Das ist ja echt anstrengend. Ja, schöne alte Welt, schöne alte Pixel-Musik. Und hier ist immer alles flüssig, das gefällt mir. Oh Mann, ey. So, schauen wir doch mal. Das ist inaktiv. So, da ist diese komische Statue. So, da ist dieses komische Teil, was ich nicht kaputt machen kann aus irgendeinem Grund. Geh weg. So. Bang! Magic! So. Wie kriege ich denn das Ding da aktiviert? Das hier, da oben. Wie kriege ich das denn aktiviert? Das ist schwer. Oder auch nicht. Naja, doch, eigentlich schon. Guck mal, das Ding ist offen. Hooray! Und wir müssen das Ding jetzt hier unten aber aktivieren, weil wir sonst da nicht anders hinkommen. Boah, das ist ja echt schon richtig Brainwork hier. Muss man da echt drüber nachdenken, was man hier tut. Not bad, not bad, sage ich da einfach nur mal. Not bad. So, ich frage mich aber, wie das ist hier mit den anderen Stellen da ganz am Anfang. Da muss ich ja auch nochmal hinrennen jetzt, weil, wegen Glücke. Ich muss da hinrennen, weil ich da jetzt Schätze noch einsammeln kann, weil wir die Bomben haben. Das ist, finde ich, voll schlimm. Boah, ich hoffe, hier sind nirgendwo diese Kack-Lava-Teile unter mir. Die gehen mir irgendwie ein bisschen auf die Nerven. So, schieb mal rein. Danke. Danke. Babadabadabadam. Was ist jetzt los? Ach so, okay. Kommen wieder Gegner? Ja. Gegner! Bam! Bam! So, den haben wir fertig. So, Gott. Ey, ich bin hier voll eingekesselt. Geht mal weg von mir. Verpisst euch. Verpisst euch! God damn it, ey. Aua. Aua. Nee, 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 nicht mit mir. Aua. Doch mit mir. Ey, komm schon. Boah, jetzt übertreibt ihr aber mal langsam. Echt so. Du vor allem. Stirb, 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 stirb. Boah, krass, ey. Ey, wenn man das gleichzeitig aufsammelt, dann habe ich also nichts, nur ein halbes bekommen. Boah, das ist ja nett dadurch. Das ist ja echt nett. Finde ich ja echt cool. Nur ein halbes Herz, wo ich zwei gleichzeitig eingesammelt habe. Erste Amuletthälfte, eine von zwei Amuletthälften. Yeah!
Weißt du was? Ich habe das Gefühl, hier ist was. Bombe! Okay, da ist nichts. So, denn diesmal schieße ich einfach mit einem Pfeil ab, ey. Warum mache ich mir eigentlich diesen ganzen Stress hier mit dem Schwert, ey? Kackgegner. Und hier haben wir bestimmt einen Stern. Yeah! Und das war's jetzt hier, oder wie? Ich darf diesen Ort jetzt erstmal wieder verlassen, oder was? Oh, nö. Oh, nee. Wir haben hier also hier nur die Hälfte bekommen. Hilfe. Hilfe. Hilfe, habe ich gesagt. Okay. So, vielleicht reicht die Hälfte aber aus, um dieses Ding hier zu aktivieren. Tut's aus irgendeinem Grund sogar. Es reicht wirklich. Seriously. Hier auch nochmal? Naja, ist ein Baum zwischen. Na, finden wir hier auch noch was? Irgendwas Tolles? Oh, hm. Ah, guck mal, ein Herzchen. Ist das nicht süß? Okay. Ich habe so ein blödes Gefühl gerade. Und zwar, ich komme hier eh nicht hin. Guck mal, hier ist diese komische Druckplatte. Hier ist diese eine Truhe, die wir einsammeln können. Aber allerdings ist hier so ein Baum. Und der Baum, der macht wieder alles kaputt. Weil wir an den Bäumen nicht so vorbeigehen können. Aber da unten ist irgendwas. Keine Ahnung. Machen wir uns mal hier normal eben. So. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon in den Heiligen Hain befallen. Ach, schon in den Heiligen Hain. Wir müssen nach Raogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Wie jetzt? Hier komme ich raus? Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Ich muss hier doch noch irgendeinen Kack einsammeln. Guck mal da, da gibt es doch noch überall hier irgendwelche Wege. Stopp. Ja, Spiel, du kannst so viel streiken, wie du willst, aber ich muss das machen. Was bringt das eigentlich, diese Rocks da kaputt zu bomben? Bringt doch gar nichts. Die sind brüchig, aber was bringt das? I don't know. So. Das muss ich wieder aktivieren. Damit ich hier rüberkomme, weil wir haben da hinten doch noch auf jeden Fall eine Truhe nicht aktiviert und keine Ahnung. Eine nicht aktivierte Truhe ist keine schöne Truhe. So, gehen wir mal hier überall durch. Oh, was gab's denn hier? War hier irgendwann mal eine Truhe? Ich glaube wohl! Wohin gehen wir? Oh, hier unten geht's irgendwo lang. Ist das nicht schön? Guck mal, die Truhe will ich zum Beispiel haben. Haben will, lalalala. So, aber hier ist gleich dieser komische Drecksbaum, oder? Nee, bis jetzt ist hier noch kein Drecksbaum. Hier ist nur irgendwas anderes Dreckiges. Und zwar Laggen! Ich habe irgendwas geschafft. So, was habe ich geschafft? Fuck. Irgendwas hat mir das doch gebracht, das Ding hier zu aktivieren. Oder nicht, Leute? Irgendwas wird es mir sicherlich gebracht haben. Ich werde es herausfinden, was mir das gebracht hat. Von hier habe ich immer eine bessere Sicht hier, was es mir gebracht hat. Ah, okay, warte mal. Wenn das aktiviert ist, kann ich... Ich habe unten da irgendwas aufgemacht, dass ich da irgendwo durchlaufen kann und irgendwas machen kann. Ich glaube, so sieht das aus jetzt, Leute. Tada!
Oh, jetzt darf ich mich unten hier an den Dingen extra wieder größer machen, oder was? Aua, tut mir nicht so weh. Tut mir nicht weh, habe ich gesagt, hä? Gemein Säcke. Tun mir einfach weh, die Mobs. Kann doch nicht angehen. Unerhört sowas. Unerhört, habe ich gesagt. Komm her, Fledermaus. Lass dich kaputt machen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich aber auf dieses Rätsel hier verzichten, da gerade. Das ist hier gerade echt mieses Ding. Hier mit dem Feuer da hin und her und dieses Bla kaputt schießen. Oh, das ist schon echt anstrengend gerade. Beziehungsweise es ist was, worauf ich auch gern verzichten könnte. Ach ja, stimmt. Aber von der Art her echt Genius-mäßig gemacht, keine Ahnung. Noch nie gesehen sowas. So, jetzt können wir auch da durchgehen und die Kiste holen, ne? Kiste, ich komme! Jawoll! Und freigeschaltet die Karte Kairis! Yeah! Mir fällt gerade ein, wir haben, glaube ich, da oben aber trotzdem noch irgendeine Truhe, die wir nicht geöffnet haben. Weil ich nicht weiß, wie man da hinkommt. Oh Mann, da haben wir aber keine Lust mehr, hier rumzugammeln. Aber ich glaube, da oben war noch irgendwas, was wir uns auf jeden Fall holen konnten. Nicht jetzt! wie kommen wir nochmal hier weg? Hier, einfach nur über die Druckplatte, ne? Eigentlich voll gemein, dass wir hier an dieser Ecke rauskommen. Und wenn wir reingehen, dann müssen wir von Anfang an wieder alles machen. Normalerweise müssen wir eigentlich unten irgendwo rauskommen und nicht hier oben wieder, oder? Yeah, die Kämpfer habe ich hier schon total vermisst. Magie. X-Kristall. X-Kristall. Bam, Angriff. Stopp. Nee, X-Kristall. Mach dich weg, mein lieber Freund. So, und jetzt gehen wir hier in dieses schöne Dörfchen wieder rein. Speichern hier ab an dem Punkt. Und wir machen ab diesem Punkt erstmal ein kleines Päuschen, meine lieben Freunde. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.